Moin Leute, Timex hier. Wir reagieren auf Sata Hugo und es geht einfach mit fucking Chef Strobel los. Kennst du den? Nee. Wie du dich aus wie du. Was ist das für eine Kacke? Das sieht auch gar nicht aus wie ich. Das ist einfach schlecht. Das ist noch schlechter. Also da gehen wir das andere noch gut. Digga, ist das der Peter Griffin-Tanz aus Fortnite? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben heute geplant Zuschauerpakete. Ich finde das ganz unangenehm, so AI-Sachen von sich selber zu sehen. Hatten nicht hier auch Worldwide Wohnzimmer die Zwillinge irgendwie einen AI-Song mit Felix Lobrechts Stimme gemacht und ihm das abgespielt, wie er singt? Und es war ihm super unangenehm. So unangenehm ist mir das selber beim Tanzen zuzuschauen und ich hab's doch nicht mal getanzt. Und das sieht doch nicht mal aus wie ich und das ist ultra eckig und low FPS und verbuggt und alles scheiße. Aber es reicht, dass es mir unangenehm ist, wenn ich hier so am Abzappeln bin. Digga, ist das der Peter Griffin-Tanz aus Fortnite? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben heute geplant Zuschauerpakete an Boxing. Das Ganze ist nochmal komplett was anderes im Vergleich zu den steigerten Koffern. Also wir haben so viele Pakete, wir müssen echt mal gucken, wie wir das heute machen. Oha. Ja, sind das alles Elfbar? Hier haben wir einen Haufen E-Zigaretten. Das ist ein Paket ganz nach meinem Geschmack, Digga. Also Dankeschön, unbekannterweise. So, was Oh, apropos, danke unbekannterweise. Wir waren gestern im Kino, das Kassensystem ist irgendwie ausgefallen. Es haben sich 100 Leute angestellt zu essen. Wir kommen rein, Vorstellung geht schon los. Haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann kriegen wir kein Essen. Und hat einfach einen Zuschauer erkannt, der da gearbeitet hat. Und hat uns einfach einen Popcorn gebracht. Und das war, ey, vielen Dank, Mann. Das war echt geil. Und ich frag noch meinen Bruder, Digga, hast du schon bestellt? Auf einmal kam es aus, nee, das ist einfach so für jetzt. Richtig geil. Haben wir hier. Trimax Bonus Classic, ja, das ist super. Vapes. Woher wissen die alle, dass du Vapes und E-Zigaretten willst? Ich kann den eigenen E-Zigarettenladen aufmachen. Das ist doch wohl Scheiße, Digga. Warte mal, ist das Montes ein Vape? Kostet nicht eine. Was kostet eine Vape? Die kostet auch einen Zehner oder so, ne? Boah, die sind bestimmt so billig produziert. Bestimmt wird so ein Teil irgendwie für 45 Cent produziert und dann für 12,90 bei der Aral verkauft. Also wenn Marcel daran zieht, dann ist danach die ganze Halle nur noch im dichten Nebel. Wenn das Marcel sein Vape ist, das ist ja halbe C4, Düsenjet, zwei verschiedene Liquids. Was ist denn jetzt ja eigentlich? Sind die noch schlechter als normale Kippen? Oder doch besser? Oder nimmt sich das nicht viel? Gibt es da einen anderen Krebs von? Das eine geht mehr auf die Lunge, das andere gibt dir eher Kehlkopfkrebs oder sowas? Gleich schlecht, noch schlechter, besser, bisschen schlechter. Ein Ticken besser. Keine Ahnung. Beides scheiße. Nimmt sich nicht viel. Alles schlecht? Okay. Weiß man noch nicht. Auch gut. Okay, einfach alles kacke. Weil die Leute, die immer so kommen, oh, ich habe aufgehört zu rauchen. Oder so, oh, geil. Oder ja, ich dampf jetzt nur noch. Und dann raucht er den ganzen Tag irgendeinen Drecks-Elektroschrott irgendwie. Die Nerven voll, ey, fickt euch. Also mir egal, ob ihr wie euch Nikotin reinballert. Und wenn ihr aufhört mit Rauchen und ihr kaut am Tag 900 Nikotin-Kaugummis und nehmt Snooze, dann erzählt mir das nicht. Arscht mich. Nicht alles ist in dichte Nebel gehüllt. Ich verstehe, was ist das für ein Muster? Hier. Das ist ein Kalb. Was? Das muss ein Hund sein. Hat das ein spezielles Muster, Chat? Nee, da ist nichts drauf, oder? Digga, das bist du und ich sag, das ist ein Hund. Ah ja, stimmt. Hat er gesagt, das ist ein Kalb? Das ist ein Hund? Er hat gesagt, muss ein Hund sein? Nein, aber weil ich dachte, das ist ja wohl eine Frechheit, Digga. Boah, der ist aber schwer, Digga. Das bist jetzt du, das sehe ich. Nee, das ist Eminem oder so. Das ist Lil Peep, oder? Boah, das ist aber sick. Sag mal. Welche Clownsase hat das geschickt? Dartpaket, ich werde rauffrei. Beratungstelefon rauffrei. Ach, Digga, weißt du was? Piss auf. Weißt du, was das ist hier? Weihnachtsbaum oder so. Das ist ein Eierwärmer, da bleibt das Ei warm. Und wir haben hier. Digga, was ist das denn? Yibi rein in die Olga. Was heißt das? Yibi rein in die Olga? Ist das eine selbstgebaute Tasche? Nein. Yibi rein in die Olga? Was ist das? Das ist hier so. Da kann ja alles drin sein. Die sind ja original verpackt, die Pakete. Die hat ja keiner kontrolliert. Der hätte ja jetzt theoretisch jemand reinficken können und das zuschicken können, oder? So abwegig ist das nicht. Danke an Lennart hinter der Kamera. Das ist so. Doch, wurden geprüft? Das ist auch wie für Pferde. Nein, das ist so moderner Wischmopp.
Das ist für Pferde, 100%. Das ist zum Ausbeißen, du Trottel. Ja, von Pferden. Nein, von Menschen. Warum sollte man da einen Menschen ausbeißen? Das ist ein Sexspielzeug. Sehr geehrter Herr Marcel, Thomas Andreas Eris, wir vermissen Sie jetzt seit mehr als 10 Tagen. Bitte kommen Sie zurück. Ihr Pflegeteam des Alzheimer. Ach, Digga. Wirklich, das ist eine Frechheit, Digga. Herzlich willkommen. Was soll das, Mann? Das ist schon eine Pizza, ne? Ratgeber zur Rente. Nicht nur ein Ratgeber zur Rente, sondern wir haben einige Ratgeber zur Rente. Oh, das ist gut. 365 Gedächtnistraining für aktive Rentner. Pack ich bei Marcel rein. Ich brauche mal Real Talk, deine Expertise. Bin 31, habe mich nach 4,5 Jahren getrennt. Hab jetzt klassisch Torschlusspanik. Ist zu spät für mich, so ganz generell. Bruder, du bist 31. Bruder, was ist mit dir? Du bist 31, Digga. Du redest, als wärst du so alt wie Stradin. Stradin ist so alt, der kriegt keinen mehr hoch zum Poppen. Mit 31 geht das Leben erst los. Die 30er werden so geil. Du bist alt. Du bist alt. Als Maul Anonymous, ganz ehrlich, 500 Bits, ey. Haben Sie das denn schon mal gespielt? Er nennt ihn Anonymous, aber wusste ja doch, dass das einfach anonym war? Krass. Als Maul Anonymous. Was hast du zum 90-Jährigen gemacht? Wer hat gesiezt? Ja, okay, soll ich zu ihm sagen, ey Bruder, hast du das schon mal gespielt oder was? Rose sag ich jetzt mal so. Die ist ja auch circa, wie alt ist die Rose? 45, ein Jahr jünger als ich. Ist ja jetzt vom Alter her, sage ich jetzt mal, cool. 45, bist du verrückt. Wie alt ist sie denn? 44. Sag mal, Chat, wie alt ist sie? Die ist 17. Schöner, dunkler. Wie alt ist sie jetzt wirklich? Ich bin ja ganz schlecht im Schätzen. Weiß keiner? Der Raum, ah ja, Faxgerät fehlt. Nein, das... Ja, Chat trollt wieder. Das Faxgerät ist doch an dem Festnetztelefon dran. Das habe ich doch installiert. Ach du Scheiße, ich habe den Gag nicht aufgelöst. Du brauchst kein Faxgerät. Das war einfach nur ein Gag, weil du so alt bist. Hast du jetzt echt hier ein Faxgerät aufgebaut? Alter, willst du mich verarschen? Digga, du hast doch nicht echt ein Faxgerät zu Hause jetzt hingestellt. Für was für ein Format brauchen wir ein Fax? Du hast gesagt, für das Quiz brauchen wir ein Fax. Sicher, das ist natürlich Verarsche. Ich habe mir ein Festnetz mit dem Fax die letzten 2 Tage hier angeschlossen. Mit meinem Kompetenzteam. Wie wär's denn mit dem T-Fax 301? Ist das geil. Der kommt das Kompetenzteam vorbei und schließt ein Faxgerät an. Das ist doch alles krass. Nur weil sie den Witz nicht aufgelöst hat. Ja, aber das ist, einige meinten, der Witz ist too much, aber es ist ja wohl klar. So, yo, gib mal deine Faxnummer durch und dein Festnetzanschluss bitte. Und dann kauft er sich ein Faxgerät und stellt das dahin. Das schaltet ganz allein um, von Telefon auf Fax und umgekehrt. Das war nur ein kleiner Gag, gib mir mal bitte deine Faxnummer durch. Primex, du hast gesagt, wir brauchen einen Fax. Mann, das ist doch ein klarer Witz. Wofür brauchen wir einen Fax? Ich weiß nicht mal, wie das geht. Okay, also ich habe im Grunde erstmal gedacht, ich kann Basti noch nicht sehen. Jo Leute, ich habe mich jahrelang nicht gezeigt und so, aber jetzt habe ich jetzt für mich entschlossen, ich möchte mich zeigen. Wenn ich Lotto gewinnen würde, kaufe ich zuerst Auto. Richtig. Haus. Auch richtig. Und ein U-Boot. Oh, ein Schiss. Krass, Sabex. Was ist denn für ein Mann? Alter, hör auf zu pöbeln und sag. Oder denkst du nach oder glotzt du nur auf deinem Bildschirm, wenn du dich voll sabberst? Ey, kennst du das Spiel? Ich hab den wirklich eingeladen, weil ich dachte, der ist krass. Der hat dieses Family Showdown, oder wie die Show hieß von damals. Der hat 140 Folgen geguckt. Auf Geschwindigkeit und so. Zack, Rätsel, Quiz. Der hat alles gesehen damals. Der ist damit aufgewachsen. Damals gab es kein Twitch und YouTube. Damals gab es so welche Quiz-Shows im Fernsehen in Schwarz-Weiß. Die hat er alle geguckt. Ich dachte, der ist krass. Make it Meme. Make it Meme? Ja, kennst du das? Da erscheint was und du musst halt daraus einfach memen. Das ist eigentlich schon witzig, weil da kann man schon witzige Sachen machen. Seht ihr gerade das, was ist hier? Ey, bitte, oder? Ja, ich... Ja, ich... Ja. Stark, Alex, kann man das machen. Alles die gleichen. Alter, ich schwöre, es reicht doch, ich distanziere mich. Eigentlich ist es nicht witzig, aber dadurch, dass sie das so oft gemacht haben, bei jedem Meme, war es wieder witzig. Hört auf mit dem Schlamm. Ey, bitte. Mach weg, mach Fullscreen. Ich will nicht mehr spielen, Bruder. Ihr habt mich gefickt, Bruder, ja? Wer war das, Jungs? Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau. Bruder, jetzt muss noch Ding Eli auch noch reinsetzen, Bruder, mit seinen ganzen 40.000 Leuten. Na, ist auch gut. Ist das passiert, oder wie? Nein, eigentlich nicht. Doch, ich hab ihn schon die ganze Zeit, ich nenne ihn schon immer, Bruder. Micky, wir sind Sellout-Stream. Es wird einen Sabaton geben und der Sabaton wird mein letztes Projekt. Die Entscheidung über. Was ist jetzt eigentlich? Kommt das jetzt noch? Ist das ganz abgeblasen? Ist trotzdem vorbei? Streamt da weiter? Was ist eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn getroffen bei den Illegals, habe ihn gar nicht gefragt. Keiner weiß?
Kein Sabaton. Läuft doch. Kein Sabaton. Aber das Jugendwort 2024 geht in die nächste Runde. Jetzt sind die Top 10 am Start. Ein fettes Dankeschön an alle, die auch dieses Jahr wieder dabei waren. Blablabla. Bla, bla. Was ist dein Jugendwort 2024? Warte mal ganz kurz. Jörr, was ging am Wochenende? Das ist auch ausgedacht. Da schicken doch Leute auch Trolls rein, oder? YOLO ist auch Verarsche. Schere finde ich völlig overused und nervt. Talon, ja klar. Gutes Timing. Ging erst vor ein paar Wochen los. Pyrotechnik. Hölle, nein, ist Schwachsinn. Nein, Pascal, ich denke nicht. Check ich auch nicht. Dicker macht man seit 50 Jahren. Aura nervt. AKH. Ack. Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich. Dann wird es wahrscheinlich Talon, ne? Nach dem Ausschlussverfahren. Talon oder Schere, eins von den beiden. Der Rest ist ja. Pyrotechnik reicht. Die EM ist vorbei. Deutschland hat es nicht gepackt, EM sich zu gewinnen. Keiner hat mehr Bock jetzt auf Pyrotechnik. Jetzt reicht's. 24, okay, was gibt's denn? Jörr, YOLO, Schere, Talahon, Pyrotechnik, Hölle, nein. Nein, Pascal, ich denke nicht. Was genau ist das überhaupt? Digga, ach, und dann ist noch Aura. Okay, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Wörter aber besser geworden sind. Ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die werden wirklich gesagt. Schere ist für mich jetzt schon der Gewinner. Stellt euch vor, irgendein Rentner, so jemand wie Schradin, sieht diese Liste und denkt sich, hä, eine Schere ist doch Bastelwerkzeug zum Papierschneiden. Der weiß gar nicht, was abgeht. Ich schwöre, der kriegt einen Mental Heart Reset. Was heißt, hebt die Schere? Ja, du sollst die Schere heben. Schon mal eine Dicke gepoppt. Schere. Dieses Nein, Pascal, ich denke nicht. Was genau ist das? Ausdruck der Ablehnung, besonders wenn niemand unrealistische Erwartungen hat. Digga, woher kommt das? Woher kommt Nein, Pascal, ich denke nicht? Terror-Teenie Pascal will sein Leben endlich in den Griff bekommen. Warum jetzt? Warum jetzt? Das ist eine 16 Jahre alte Scheiße. Warum jetzt? Doch seine neue Freundin macht dem 19-Jährigen das Leben schwer. Du bist so eine geile Barbie, Mann. Ich hab so einen Dick in der Hose. Das war's. Normalste Beziehung in NRW, Digga. Ich hab so einen durch TikTok. Dicken in der Hose, lass mal ein bisschen poppen, oder nicht? Nein, Pascal, ich denke nicht. Das ist es? Das ist es? Noch nie gehört, nein. Ach du Scheiße, Digga. Selbst wenn Hugo und die ganzen 20-jährigen Streamer das nicht wissen, wo kommt denn das dann her einfach? Nur TikTok? Reicht das? Gab einen kleinen TikTok-Hype für eine Woche. Und dann wurde eingeschickt. Pascal, ich denke nicht. Ich kann mir halt nicht jetzt einen Aura-Sticker kaufen für 2,49. Ich kaufe mir doch keinen Aura-Sticker für 2,49 plus Versand, weil das erst ab Versand kostenfrei ab 9. Also nein, wer kauft das Riz-Frauen-T-Shirt für 25,49? Auf Ernst. Morgen geht's weiter mit Styling und zum Beispiel morgen Roblox. Ich bin eine Bad in Game. Ich bin eine Bad. Eis Matcha Latte zu spät zum Pilates. Ab morgen spielen wir wieder Hollow Knight, Chat. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Digga, das war eine super voll 8 Minuten sogar. Guck mal, was war da alles drin? Da drücke ich mal den Like-Button. Schön. Eigentlich reicht es nicht. Die Jugendwörter waren aber for real noch nie Jugendwörter. Ja. Stimmt, da waren auch die letzten Jahre mal auch viel Scheiß dabei, ne?